So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und wir haben den 4. Februar. Das bedeutet Gift Bundle. Ein paar Leute wissen es, der 4. Februar ist für mich ein besonderer Tag. Dementsprechend öffne ich seit 2020 jedes Jahr ein Gift Bundle. Letztes Jahr kamen zwei raus. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt mit dem Ixalan-Ding mache. Vielleicht nächstes Jahr, wenn es keine Gift-Bundle dieses Jahr gibt, das nächstes Jahr aufmachen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Dementsprechend, gucken wir mal rein. Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, Gift-Bundle Edition. Das war die, wo alle gedacht haben, da wird der eine Ring drin sein. Hier wird der eine Ring drin sein. Wizards wird nicht so doof sein und den in ein normales Collector Booster reintun, sondern sie werden ihn in einen Collector Booster reintun, wo er später gefunden wird. Und zwar bestimmt in so einem Gift Bundle. Denn in so einem Gift Bundle ist ein normales Bundle drin und gleichzeitig auch ein Collector Booster und eine hübsche Box. Hier die Box, guckt euch die an. Die ist wunderschön. Ist die hübscheste bisher und ich fand die bisher alle sehr, sehr cool mit ihrem leichten Schimmereffekt. Alle sehr, sehr cool, alle zu empfehlen. Dann haben wir Gandalf the White, ein paar Ringbearer-Sachen, plus 1-1 Marken und ein Hawk. Dann haben wir, was ich sehr, sehr geil fand, wunderschöne Papp-Booster. Hier sind, glaube ich, die Länder drin. Ich weiß nicht mehr, was hier drin war. Ich weiß, dass wir einmal das komplette Artwork bekommen. Das wird wohl hier drin sein. Dementsprechend gucken wir mal drauf. Jawohl. Saurons Frodo's Bane. Dazu der Samwise the Stout-Hearted. Gollum hier unten. Und The One Ring auf diese Ecke. Mach's mal hübsch. Das ist in jedem Bundle drin. Deswegen sind die Bundle so teuer, weil der One Ring ist da drin. Und One Ring ist halt eine viel gespielte Karte gewesen. Ist. In manchen Formaten. Dann haben wir haufenweise Foil-Länder, die Non-Foil sind in einem anderen Pack drin. Merkt schon, ich muss die biegen, damit die gerade bleiben. Ja, das ist ganz cool, dass The One Ring kennt jeder, dementsprechend werde ich die nicht mehr vorlesen. Samwise kennt jeder, werde ich nicht mehr vorlesen. Gollum ebenfalls, Frodo's Ausbein ebenfalls. Das ist cool, dass sie hier diese Sachen mit reinmachen. Das ist anders wie bei den Scene-Packs. Auch da war ja so ein komplettes Scene mit drin. Die hier sind ja, wie gesagt, ein bisschen anders. Da ist noch ein Würfel drin. Oh mein Gott, der Würfel, ich erinnere mich. Er war so wunderhübsch. Der ist so wunderhübsch. Oh mein Gott, der ist richtig hübsch. Ja, sweeter Würfel. Wirklich, wirklich sweeter Würfel. Die Collector Booster, wie immer ganz am Ende. Hier haben wir Set Booster drin. Set Booster haben wir nicht mehr lange. Dementsprechend freuen wir uns darüber, dass wir sie noch aufmachen dürfen. Und gucken mal, was wir haben. Wie immer bei so relativ vielen Boostern werde ich da relativ zügig durchgehen. Und werde euch nur über Comes and Uncomes informieren, die irgendwie relevant oder spaßig sind. Reprieve zum Beispiel, sehr, sehr guter Counter in Weiß, wo man eine Spell zurück auf die Hand geben darf und eine Karte ziehen darf. Sehr, sehr cool. Gandalf, Friend of the Shire, das war die Promo für das Command-Fest damals. Die Magic-Con damals und die war super, ich war ja vor Ort, das war der Hammer. Elrond, da haben wir Lash of the Balrog in Full Art. Elfen Chorus, damals eine sehr gehypte Karte. Hat man mal eine Zeit lang in Modern gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch spielt. War aber sehr cool. Ein Olifant, eine der wenigen von denen, die nicht so viel gespielt werden. Und ja, not that bad. Da waren eben die Landzeigler. Die Landzeigler sind wirklich, wirklich cool. Und ja, da haben wir einen Nazgul. Ich hoffe, hier ist auch ein Nazgul drin. Morgul, Fox, Soldier, Eagles of the North. Butterbur, eine Rosie, da war auch irgendwas, da gibt es auch eine Combo mit, weiß ich noch. Die Karten fühlt sich komisch an, ich muss gleich mal gucken, ob das die amerikanischen Prints sind. Es riecht auf jeden Fall auch so. Dann haben wir Shire Sheriff, Samwise Gamgee, auch hier Combo-Deck, Risen of the Day und eine Nashi, The Moon Shade Guy, von der Liste. Ich wusste gar nicht, dass hier schon Neon Dynasty Karten drin sind.
Okay, bisher ist es doch gar nicht mal schlecht, was wir hier machen. Das Problem ist, normalerweise sage ich bei Bundle immer, total cool, eine Karte, die rettet euch. Made in USA, by the way. Das sind wirklich die schlechten Qualitäten. Das erklärt, warum ich die Booster so einfach aufbekomme. Sonst sage ich ja immer bei so einem Bundle, ich liebe Bundle, weil man hittet eine etwas teure Karte oder zwei, drei mittelteure Karten. Oh, Forest. Und ist durch damit. Hier ist es tatsächlich so, dadurch, dass es so teuer ist, das Ding, muss man wirklich mehrere Hits landen. Mouth of Sauron. Die wird viel zu wenig gespielt. Genauso wie Ugluk. Die wird auch viel zu wenig gespielt. Gimli. Und unser Rarest. Eomer. Marshal of Rohan. Das ist ein 4-Mana 4-4 Eile. Wenn er oder mehr legendäre Kreaturen angreifen, angreifen und sterben, enttappen wir alle Kreaturen nach dieser Phase, gibt es durch die Combat-Phase. Nur einmal pro Turn. Das ist wichtig. Nee, ansonsten, mehrere Hits brauchen wir. Wir brauchen mehrere Karten, die uns da raushelfen. Das ist zum Glück bei dem Set nicht ganz so schwer. Da sind ein paar Kamms und Ankamms bei, die ein bisschen was kosten. Knights und Saurons Ramsay ist zum Beispiel eine Karte. Die wurde jetzt schon wieder günstiger, aber die war, als sie gehypt wurde, war sie sehr, sehr teuer. 3-Mana Instant. Oh. Ja, Entschuldigung. 3-Mana Instant. Wir suchen uns einen Gegner aus. Dann gucken, der guckt die obersten 4 Karten des Decks an, legt sie in 2 Piles. Wir nehmen einen davon auf die Hand. Und danach wird der Ring getemptet und der Rest geht in den Friedhof. Auch das eine sehr gute Karte. Bisher haben wir schon 2, 3 sehr gute Rares, sehr, sehr gute Rares abbekommen. Ist die Frage, ob es schon reicht. Ich denke mal, bisher, nein. Die Dinger sind wirklich schweinesteuer geworden. Das ist leider wirklich, wirklich schlimm. Bilbo, Barrowblade, Frodo. Das ist der Nasty End in Full Art. The Greyhaven in Full Art. Es ist so schwierig. Die Karten kleben so aneinander. Mines of Moria ist ein legendäres Land. Kommt getappt ins Spiel. Es sei denn, wir kontrollieren eine legendäre Kreatur. Tappen wir ein rotes oder für 4 Mana tappen wir exilen Karten aus dem Friedhof. 2 Stück und kriegen 2 Fischer. Balrog und Orc Army. Ja, komm. Ich hab Bock. Collector Booster. Außerdem die Leute, die jetzt danach abschalten. Okay, sorry. Die Leute, die jetzt nach ganz hinten gesprungen sind und versucht haben herauszufinden, was in dem Collector Booster drin ist. Haha. Oh mein Gott. Ich erinnere mich dran. Es ist so schwierig, diese Booster aufzumachen. So. So. Soldier of the Greyhorst, Woe's Pathfinder, Gimli's Fury und also hier hätte dann ein der Ring oder auch ein Ring, ein nummerierter Ring sein können. Ist er leider nicht. Schade, das wäre schon mal, das hätte es gut bezahlt. Das hätte es gut bezahlt. Gandalf the Grey. Goldberry River's Daughter. Boromir Gondor's Hope, der ist ganz cool. Nazgul sind immer gut. Wir zahlen zumindest ein bisschen was. Dann haben wir Mouth of Ronomon. Fügt 4 Schaden zu mit Snow. Auch nicht so. Lash of the Balrog. Knights. Oh, das tut richtig weh gerade. Pippin. Oh, das war ein richtig schlechtes Collector Booster. Mal gucken, ob uns das hier irgendwie herausrettet. Slip on the Ring. Birthday Escape. Sehr coole Karte. Tatsächlich. Gandalf. Das ist wieder so schwierig auseinander zu haben. Sauron, the Dark Lord. Ist, glaube ich, der Commander. 6 Mana, 7-6 Ward. Muss man eine legendäre Kreatur oder ein legendäres Artefakt opfern, um den zu targeten. Und immer wenn der Gegner einen Zauber spielt, können wir Amas 1 machen. Und immer wenn man Army mit einer Schaden zufügt, der Ring, temptet uns der Ring. Und immer wenn der Ring uns temptet, können wir eine Karte aus der Hand ablegen. Wenn wir das machen, ziehen wir 4 Karten. Ne, die ganze Hand abwerfen. Und der Koko in der Liste. Es ist, hierbei, es tut mir auch so ein bisschen leid, aber die Karten, die slippen halt dadurch, dass das Foiling, ihr seht das, ja, ich lege die komplett aufeinander, lege nur den Finger hier drunter und ziehe hier mal. Und, also, der Foil wird immer gespoilert. Es tut mir leid. Ihr merkt, ich bin ein bisschen deprimiert. Es tut mir leid. Ich versuch den Hype aufrechtzuerhalten. Das kriegen wir irgendwie hin. Haben wir jetzt Foil. Arwen Undual. Okay. Dann haben wir das schon mal hinter uns.
Cast into the Fire, die Karte brauchte ich noch. Sehr cool. Da muss ich es ja nicht bestellen. Troll of Khazad-dûm, sehr, sehr, sehr beliebte Karte. Saruman's Trickery, sehr gut. Dann haben wir die Bats, gute Commander-Karte. War sie mal auf, ziemlich auf der Watchlist. Faramir, Prince of Ithilien, den hatten wir schon. Den 4-Mana 3-3, zu Beginn des Endsteps, suchen wir uns Gegner aus. Zu Beginn von diesem Spieler vom Endstep, wenn der nicht angegriffen hat, dürfen wir eine Karte ziehen, ansonsten kriegen wir einen 1-1 Human. Und wir haben noch einen Ormsstab von der Liste. Auch nicht schlecht, kann ich gebrauchen für meinen Pool, tatsächlich. Die Liste ist nett zu uns. Die Liste ist wirklich, wirklich nett zu uns. Immerhin die Liste. So, unsere Foil ist ein Backend Protterer. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie was Cooles. Oh, Samwise, sehr cool. Was Cooles ziehen können. Irgendwas. Komm schon. Und letzte Karte ist War of the Last Alliances. Für 4 Mana Saga bei der Chapter 1 und bei Chapter 2 suchen wir unser Deck nach einer legendären Karte. Kreatur nur. Nehmen sie auf die Hand und bei 3 kriegen unsere Kreaturen Doppelschlag bis zum Ende des Zuges und der Ring temptet uns. Ja, so viel zum Bundle. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob sich das theoretisch finanziell gelohnt hat. Ich gehe mal von Nein aus. Der Ring hilft. Das Collector Booster war ziemlich fies. Es ist kein Baumaster dabei, es ist kein zweiter Ring dabei gewesen. Wir haben einen Nazgul, auch nicht schlecht. Aber die ganzen Werte, Preise sind ja alle ein bisschen durch das Gift Edition, die jetzt Ende letzten Jahres kam, hier ein bisschen runtergegangen. Und ja. Ich hatte trotzdem Spaß. Ich mag die Tradition, ein Gift-Bundle an meinem Geburtstag aufzumachen und dementsprechend werde ich es auch weiterhin tun. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich super, super, super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und ja, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.